Stell dir vor, du sitzt gerade gemütlich auf deiner Couch, greifst nach einer Tüte Gummibärchen und isst eines nach dem anderen. Schmeckt gut, oder? Aber weißt du eigentlich, was in diesem Moment in deinem Körper passiert? Was diese kleinen, süßen Beeren mit deinem Gehirn, deinen Organen und deinem gesamten Stoffwechsel anstellen? Die Wahrheit über Zucker ist erschreckender, als du denkst, und nach diesem Video wirst du nie wieder gleich über deine Lieblingssüßigkeiten denken. Aktuelle Studien der Universität Harvard zeigen, dass der durchschnittliche Deutsche etwa 93 Gramm Zucker pro Tag konsumiert. Das sind unfassbare 34 Kilogramm im Jahr. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt maximal 25 Gramm täglich. Das bedeutet, wir essen fast viermal so viel Zucker, wie gut für uns wäre. Aber warum ist das so gefährlich? In den nächsten Minuten werden wir gemeinsam eine faszinierende Reise durch deinen Körper unternehmen. Wir werden sehen, wie Zucker buchstäblich jedes deiner Organe beeinflusst, wie er dein Gehirn manipuliert und warum führende Wissenschaftler ihn mittlerweile mit harten Drogen vergleichen. Du wirst verstehen, warum es so schwer ist, dem süßen Gift zu widerstehen und, noch wichtiger, wie du deinen Zuckerkonsum clever reduzieren kannst, ohne auf Genuss verzichten zu müssen. Eine aktuelle Studie des Max-Planck-Instituts für Stoffwechselforschung in Köln hat erst kürzlich gezeigt, dass Zucker in unserem Gehirn die gleichen Bereiche aktiviert wie Kokain. Dr. Maria Schmidt, die Leiterin der Studie, erklärt: Wenn wir Zucker zu uns nehmen, wird unser Belohnungszentrum regelrecht geflutet mit Dopamin. Dieser Botenstoff macht uns nicht nur glücklich, sondern kann auch süchtig machen. Aber das ist erst der Anfang. Der Zucker, den wir täglich konsumieren, versteckt sich nicht nur in offensichtlichen Produkten wie Süßigkeiten oder Limonade. Er lauert überall, in deinem vermeintlich gesunden Fruchtjoghurt, in der Fertigpizza, sogar in vielen Salatsoßen. Die Lebensmittelindustrie hat clever gelernt, Zucker unter verschiedenen Namen zu verstecken. Über 70 verschiedene Bezeichnungen gibt es mittlerweile. Das Deutsche Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke hat in einer Langzeitstudie mit über 27.000 Teilnehmern untersucht, wie sich versteckter Zucker auf unsere Gesundheit auswirkt. Die Ergebnisse sind alarmierend. Menschen, die regelmäßig zuckerreiche Produkte konsumieren, haben ein um 40% erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Noch erschreckender, das Risiko für Typ-2-Diabetes steigt um bis zu 60%. Besonders problematisch ist dabei die Fructose, also der Fruchtzucker, der auch in vielen gesunden Produkten steckt. Professor Dr. Thomas Meyer von der Charité Berlin erklärt: Fructose wird anders verstoffwechselt als normaler Haushaltszucker. Sie geht direkt in die Leber und kann dort zu einer Verfettung führen. Viele Menschen denken, Fruchtzucker sei gesünder. Das ist ein gefährlicher Irrtum. Was passiert also genau in unserem Körper, wenn wir diese süße Verführung zu uns nehmen? Nehmen wir an, du isst gerade ein Stück Schokolade. In dem Moment, wo der Zucker deine Zunge berührt, beginnt eine komplexe Kettenreaktion. Deine Geschmacksknospen senden sofort Signale an dein Gehirn, das daraufhin Glückshormone ausschüttet. Du fühlst dich gut, entspannt, zufrieden. Aber dieser Zustand hält nicht lange an. Der Zucker gelangt über deinen Magen in den Dünndarm. Dort wird er in seine kleinsten Bestandteile zerlegt und wandert direkt ins Blut. Dein Blutzuckerspiegel schießt in die Höhe. Und jetzt beginnt der problematische Teil. Deine Bauchspeicheldrüse registriert den hohen Blutzuckerspiegel und pumpt als Reaktion Insulin aus, ein Hormon, das den Zucker in deine Zellen transportiert. Klingt erstmal nicht schlimm, oder? Aber hier wird es interessant. Eine neue Studie der Technischen Universität München zeigt, dass bei diesem Prozess etwas Gefährliches passiert. Dr. Anna Weber, Stoffwechselexpertin, erklärt: Wenn wir ständig zu viel Zucker konsumieren, werden unsere Zellen mit der Zeit resistent gegen Insulin. Sie reagieren immer schwächer darauf. Die Bauchspeicheldrüse muss dann immer mehr Insulin produzieren, um den gleichen Effekt zu erzielen. Das ist der erste Schritt in Richtung Diabetes. Gleichzeitig passiert noch etwas anderes in deinem Körper. Der schnelle Anstieg des Blutzuckers führt zu einem ebenso schnellen Abfall. Kennst du dieses Gefühl, wenn du nach einem süßen Snack plötzlich müde und energielos wirst? Das ist genau dieser Effekt.
Dein Körper hat den Zucker so schnell aus dem Blut in die Zellen transportiert, dass dein Blutzuckerspiegel jetzt im Keller ist. Die Folge? Du bekommst Heißhunger, und zwar auf noch mehr Zucker. Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat diesen Teufelskreis in einer aufwendigen Studie untersucht. Sie beobachteten 500 Probanden über einen Zeitraum von 2 Jahren. Das erschreckende Ergebnis: Je mehr Zucker die Teilnehmer konsumierten, desto mehr brauchten sie, um das gleiche Glücksgefühl zu erreichen. Professor Dr. Michael Schmidt erklärt: Das Belohnungssystem gewöhnt sich an die hohen Zuckermengen. Wir brauchen immer mehr, um den gleichen Kick zu bekommen, genau wie bei einer Drogenabhängigkeit. Aber es kommt noch schlimmer. Der überschüssige Zucker, den deine Zellen nicht mehr aufnehmen können, wird in deiner Leber in Fett umgewandelt. Dieses Fett lagert sich nicht nur an deinen Hüften ab, sondern auch an deinen Organen. Eine besonders gefährliche Form ist das viszerale Fett, das sich um deine inneren Organe wickelt. Dieses Fett ist nicht nur unschön, sondern auch hochaktiv. Es produziert Entzündungsstoffe, die deinen gesamten Körper belasten. Das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung hat in diesem Zusammenhang eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Viszerales Fett, das durch übermäßigen Zuckerkonsum entsteht, erhöht nicht nur das Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern steht auch in Verbindung mit verschiedenen Krebsarten. Dr. Lisa Müller, die Leiterin der Studie, warnt: Wir sehen eine direkte Verbindung zwischen hohem Zuckerkonsum und der Entstehung von Entzündungen im Körper. Diese chronischen Entzündungen sind der Nährboden für viele schwere Erkrankungen. Besonders problematisch ist dabei die Art und Weise, wie die Lebensmittelindustrie Zucker einsetzt. In einer umfangreichen Analyse des Bundesinstituts für Risikobewertung wurden über 10.000 Fertigprodukte untersucht. Das Ergebnis: In 87% der Produkte wurde zusätzlicher Zucker gefunden, oft unter verschleierten Namen wie Dextrose, Maltodextrin oder Glucose-Fructose-Sirup. Diese verschiedenen Zuckerarten werden oft kombiniert eingesetzt, damit der Zucker in der Zutatenliste weiter hinten erscheint. Ein besonders erschreckendes Beispiel ist die Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen. Das Robert-Koch-Institut veröffentlichte kürzlich eine Studie, die zeigt, dass deutsche Kinder im Durchschnitt 100 Gramm Zucker pro Tag konsumieren. Das ist 4-mal so viel wie empfohlen. Dr. Sarah Wagner, Kinderärztin an der Universitätsklinik Heidelberg, beobachtet die Folgen täglich. Wir sehen immer mehr übergewichtige Kinder, die bereits im Grundschulalter Anzeichen für Diabetes Typ 2 zeigen. Das war vor 20 Jahren noch undenkbar. Besonders problematisch ist dabei die Rolle der Werbung. Eine Analyse der Universität Bremen zeigt, dass Kinder täglich mit durchschnittlich 15 Werbespots für zuckerhaltige Produkte konfrontiert werden. Die meisten dieser Produkte werden als gesund oder als idealer Snack für zwischendurch dargestellt. Professor Dr. Thomas Klein, Medienwissenschaftler, erklärt: Die Werbung suggeriert, dass diese Produkte zum aktiven Lebensstil gehören. Die Realität sieht anders aus. Ein einzelner Fruchtjoghurt kann bereits die empfohlene Tagesdosis an Zucker überschreiten. Aber was macht Zucker eigentlich so gefährlich für unser Gehirn? Neue Forschungsergebnisse des Max-Delbrück-Zentrums für molekulare Medizin in Berlin zeigen, dass Zucker nicht nur das Belohnungszentrum aktiviert, sondern auch die Hirnstruktur verändert. Dr. Markus Schmidt und sein Team haben in einer 2-jährigen Studie die Gehirne von Menschen mit hohem Zuckerkonsum untersucht. Die Ergebnisse sind alarmierend. Wir konnten nachweisen, dass regelmäßiger hoher Zuckerkonsum zu Veränderungen in den Bereichen des Gehirns führt, die für Selbstkontrolle und Entscheidungsfindung zuständig sind. Diese Veränderungen erklären auch, warum es so schwer ist, dem Zucker zu widerstehen. Wenn wir Zucker essen, wird nicht nur Dopamin ausgeschüttet, sondern auch das Stresshormon Cortisol reduziert. Das bedeutet, Zucker macht nicht nur glücklich, er beruhigt uns auch. In stressigen Situationen greifen wir deshalb automatisch zu süßen Snacks. Die Neurologin Dr. Christina Meyer von der Charité Berlin erklärt: Es ist ein perfekter Sturm. Der Zucker aktiviert genau die Hirnareale, die uns in Stresssituationen Erleichterung verschaffen. Das macht ihn zu einer Art Selbstmedikation. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verbindung zwischen Zucker und unserem Schlaf.
Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein hat in einer bahnbrechenden Studie nachgewiesen, dass hoher Zuckerkonsum unseren zirkadianen Rhythmus stört. Menschen, die abends viel Zucker konsumieren, haben einen unruhigeren Schlaf und fühlen sich am nächsten Tag müder. Professor Dr. Martin Weber erklärt, der schnelle Anstieg und Abfall des Blutzuckers stört die natürliche Produktion von Melatonin, unserem Schlafhormon. Das führt zu einem Teufelskreis. Wer schlecht schläft, greift am nächsten Tag häufiger zu zuckerhaltigen Snacks, um die Müdigkeit zu kompensieren. Besonders interessant ist auch die Rolle des Zuckers bei der Entstehung von Entzündungen im Körper. Das Deutsche Institut für Ernährungsforschung hat in einer Langzeitstudie mit über 15.000 Teilnehmern nachgewiesen, dass hoher Zuckerkonsum zu einer chronischen Aktivierung unseres Immunsystems führt. Dr. Laura Schmidt erläutert, wenn wir zu viel Zucker konsumieren, reagiert unser Körper ähnlich wie bei einer Infektion. Er schüttet Entzündungsbotenstoffe aus, die eigentlich Krankheitserreger bekämpfen sollen. Diese chronische Entzündungsreaktion belastet unseren gesamten Organismus. Besonders besorgniserregend ist die Verbindung zwischen Zuckerkonsum und Alzheimer. Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität München haben kürzlich eine Studie veröffentlicht, die einen direkten Zusammenhang zwischen hohem Zuckerkonsum und einem erhöhten Alzheimer-Risiko zeigt. Dr. Katharina Schneider, die Leiterin der Studie, erklärt, wir konnten nachweisen, dass ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel die Bildung von schädlichen Proteinklumpen im Gehirn fördert, genau jenen Strukturen, die wir bei Alzheimer-Patienten finden. Aber nicht nur unser Gehirn leidet unter zu viel Zucker. Eine neue Studie des Universitätsklinikums Essen zeigt erschreckende Auswirkungen auf unsere Haut. Dr. Michael Wagner, Dermatologe, berichtet, Zucker verbindet sich mit Proteinen in unserer Haut durch einen Prozess, den wir Glykation nennen. Dadurch verliert die Haut an Elastizität, altert schneller und wird anfälliger für UV-Schäden. Wir sehen bei Menschen mit hohem Zuckerkonsum eine deutlich schnellere Hautalterung. Auch unser Immunsystem wird durch übermäßigen Zuckerkonsum massiv geschwächt. Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig hat in einer bahnbrechenden Studie gezeigt, dass schon 75 Gramm Zucker, etwa die Menge in einer großen Flasche Limonade, die Aktivität unserer weißen Blutkörperchen für mehrere Stunden um bis zu 40% reduziert. Professor Dr. Anna Schmidt erklärt, das bedeutet, dass unser Körper in dieser Zeit deutlich anfälliger für Infektionen ist. Besonders in Zeiten von Erkältungen oder einer Pandemie ist das ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Ein weiterer, oft übersehener Aspekt ist die Auswirkung von Zucker auf unsere Darmflora. Das Institut für Ernährungsmedizin der Universität Hohenheim hat in einer zweijährigen Studie nachgewiesen, dass hoher Zuckerkonsum das Gleichgewicht unserer Darmbakterien massiv stört. Dr. Thomas Meyer erläutert, eine gesunde Darmflora ist entscheidend für unser Immunsystem und sogar für unsere psychische Gesundheit. Zucker füttert hauptsächlich schädliche Bakterien und Pilze im Darm, während die nützlichen Bakterien verhungern. Besonders alarmierend sind die Erkenntnisse über die Auswirkungen von Zucker auf unser Herz-Kreislauf-System. Eine aktuelle Meta-Analyse der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, die Daten von über 100.000 Menschen ausgewertet hat, zeigt, Menschen, die täglich mehr als 75 Gramm zugesetzten Zucker konsumieren, haben ein um 38% erhöhtes Risiko für Herzinfarkte. Professor Dr. Maria Weber warnt, der regelmäßige Konsum von zuckerhaltigen Getränken erhöht den Blutdruck und führt zu Ablagerungen in den Arterien. Diese Kombination ist besonders gefährlich für unser Herz. Die Auswirkungen von Zucker auf unsere Leber sind ebenfalls dramatisch. Das Universitätsklinikum Frankfurt hat in einer Langzeitstudie nachgewiesen, dass übermäßiger Zuckerkonsum zu einer nicht-alkoholischen Fettleber führen kann, einer Krankheit, die früher fast ausschließlich bei Alkoholikern auftrat. Dr. Markus Schmidt erklärt, die Leber kann nur eine begrenzte Menge Fruchtzucker verarbeiten. Wird diese Menge überschritten, wandelt sie den überschüssigen Zucker in Fett um. Mit der Zeit kann das zu einer schweren Leberschädigung führen. Aber was können wir nun konkret tun, um unseren Zuckerkonsum zu reduzieren? Die gute Nachricht ist, unser Körper kann sich erstaunlich schnell an einen geringeren Zuckerkonsum anpassen.
Eine aktuelle Studie der Universität Köln zeigt, dass sich unsere Geschmacksnerven bereits nach 2 Wochen mit weniger Zucker neu kalibrieren. Dr. Lisa Wagner, Ernährungspsychologin, erklärt, nach dieser Umstellungsphase schmecken uns stark gezuckerte Lebensmittel plötzlich unangenehm süß. Viele unserer Probanden konnten ihre früheren Lieblingssüßigkeiten gar nicht mehr essen. Ein wichtiger erster Schritt ist das Bewusstsein für versteckten Zucker. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat eine erschreckende Entdeckung gemacht. In einem durchschnittlichen Supermarkt enthalten 80% aller verarbeiteten Lebensmittel zugesetzten Zucker. Professor Dr. Thomas Klein rät: Lesen Sie die Zutatenlisten genau. Zucker versteckt sich unter vielen Namen wie Dextrose, Maltose, Glukosesirup oder Fructose. Wenn einer dieser Begriffe unter den ersten 3 Zutaten steht, sollten Sie zweimal überlegen. Eine effektive Strategie ist der schrittweise Ersatz von zuckerhaltigen Lebensmitteln. Das Institut für Präventivmedizin in Hamburg hat in einer Studie mit 1000 Teilnehmern gezeigt, dass eine langsame Umstellung nachhaltiger ist als ein radikaler Zuckerverzicht. Dr. Michael Schmidt empfiehlt: Ersetzen Sie zunächst zuckerhaltige Getränke durch Wasser oder ungesüßten Tee. Das allein reduziert bei vielen Menschen die tägliche Zuckerzufuhr um 40%. Besonders interessant sind die Erkenntnisse über natürliche Zuckeralternativen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat verschiedene Süßungsmittel untersucht. Dabei zeigte sich, dass bestimmte natürliche Alternativen wie Xylit oder Erythrit nicht nur weniger Kalorien haben, sondern auch den Blutzuckerspiegel kaum beeinflussen. Dr. Christina Meyer erklärt: Diese Zuckeralkohole haben sogar positive Nebenwirkungen. Sie fördern die Zahngesundheit und füttern nicht die schädlichen Bakterien im Darm. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die emotionale Komponente des Zuckerkonsums. Das Max-Planck-Institut für Psychiatrie hat in einer bahnbrechenden Studie den Zusammenhang zwischen Stress und Zuckerkonsum untersucht. Dr. Anna Weber berichtet: Wir haben festgestellt, dass Menschen in Stresssituationen verstärkt zu Süßem greifen. Der Körper sucht dann nach schneller Energie und emotionaler Beruhigung. Hier ist es wichtig, alternative Strategien zur Stressbewältigung zu entwickeln. Eine effektive Methode zur Zuckerreduktion ist das sogenannte Crowd-Out-Prinzip. Statt sich auf den Verzicht zu konzentrieren, fügt man nach und nach mehr gesunde Lebensmittel hinzu. Das Universitätsklinikum Freiburg hat diesen Ansatz in einer 1-jährigen Studie untersucht. Professor Dr. Markus Schmidt erklärt: Wenn wir unseren Teller mit nahrhaften, ballaststoffreichen Lebensmitteln füllen, bleibt automatisch weniger Platz für Süßigkeiten. Gleichzeitig stabilisiert sich unser Blutzuckerspiegel, was Heißhungerattacken reduziert. Ein faszinierender Aspekt ist die Rolle der Darmbakterien bei der Zuckersucht. Das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung hat entdeckt, dass bestimmte Darmbakterien unseren Heißhunger auf Süßes verstärken können. Dr. Sarah Wagner erklärt: Diese Bakterien senden Signale an unser Gehirn, die das Verlangen nach Zucker steigern. Wenn wir unsere Ernährung umstellen, verändert sich auch unsere Darmflora und diese Signale werden schwächer. Eine weitere wichtige Erkenntnis kommt von der Sporthochschule Köln. Bewegung spielt eine zentrale Rolle bei der Regulierung unseres Blutzuckerspiegels. Professor Dr. Thomas Meyer hat in einer Studie mit Diabetespatienten gezeigt: Schon ein 15-minütiger Spaziergang nach dem Essen kann den Blutzuckeranstieg um bis zu 45% reduzieren. Das ist ein einfacher, aber sehr effektiver Weg, unseren Zuckerstoffwechsel zu verbessern. Die psychologische Komponente dürfen wir dabei nicht unterschätzen. Das Institut für Gesundheitspsychologie an der Universität Heidelberg hat untersucht, warum so viele Menschen beim Versuch scheitern, weniger Zucker zu essen. Dr. Christina Schmidt erklärt: Viele Menschen sehen Zuckerverzicht als Bestrafung. Dieser negative Ansatz ist zum Scheitern verurteilt. Stattdessen sollten wir uns darauf konzentrieren, was wir unserem Körper Gutes tun können. Interessant ist auch die soziale Dimension des Zuckerkonsums. Eine Studie der Universität Hamburg zeigt, dass unser Umfeld einen enormen Einfluss auf unsere Ernährungsgewohnheiten hat. Dr. Markus Klein berichtet: Menschen, deren Freundeskreis sich gesund ernährt, haben es deutlich leichter, ihren Zuckerkonsum zu reduzieren. Der soziale Druck kann sowohl positiv als auch negativ wirken. Die gute Nachricht zum Schluss:
Unser Körper ist erstaunlich regenerationsfähig. Das Universitätsklinikum Essen hat in einer Langzeitstudie die Auswirkungen einer Zuckerreduktion untersucht. Nach nur 3 Monaten mit deutlich weniger Zucker zeigten sich bereits signifikante Verbesserungen. Der Blutdruck sank, die Leberwerte normalisierten sich und die Teilnehmer berichteten von mehr Energie und besserer Konzentration. Professor Dr. Maria Wagner fasst zusammen: Zucker ist nicht per se giftig, die Dosis macht das Gift. Ein gelegentliches Stück Kuchen oder eine Praline sind völlig in Ordnung. Problematisch wird es erst durch den übermäßigen täglichen Konsum. Wenn wir lernen, bewusster mit Zucker umzugehen und die versteckten Zuckerquellen in unserer Ernährung zu erkennen, können wir seine negativen Auswirkungen deutlich reduzieren. Die Wissenschaft ist sich einig: Die Reduzierung unseres Zuckerkonsums ist eine der wichtigsten gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit. Aber mit dem richtigen Wissen und den richtigen Strategien kann jeder von uns seinen Zuckerkonsum erfolgreich reduzieren, ohne dabei auf Genuss verzichten zu müssen. Die Frage ist nun: Was denkst du über dieses Thema? Schreib es in die Kommentare.